Herzlich willkommen bei D18 Foto. Mein Name ist Dennis 18. Heute ist Sonntag und nun machen wir was ganz Besonderes. Wir machen nämlich Sonntag. Wir füllen den Tag mit ganz, ganz vielen tollen Sachen, weil wir nicht arbeiten müssen. Wunderbare Idee. Das dachte ich mir, teile ich mit euch. Und zwar, was wir heute alles machen, fangen wir jetzt mal an, ein bisschen zu sortieren. Also erstmal, heute Abend, da, das ist das Schild, das kennt ihr schon. Das heißt, heute Abend ist die Live-Übertragung des Tutorials, wie man einen Schwarz-Weiß-Film entwickelt, bei Analog4U im Facebook-Livestream. Da freue ich mich sehr drauf. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, also müssen wir uns einen Plan entwickeln. Ich habe ganz, ganz viel vor. Und Plan macht man am besten schriftlich. So, also, erstens, was haben wir heute Morgen? Wir machen als erstes Flohmarkt. Das ist der Plan. Ich will mal gucken, was wir für schicke Kameras finden. Ich nehme mir einfach genau 15 Euro mit. Und was ich für 15 Euro kriege, das kaufe ich. Und was ich nicht für 15 Euro kriege, das kaufe ich nicht. Völlig egal, was ich da finde. Das ist mein Budget für heute. Was können wir noch machen? Wir müssen noch eine Filmzerstörung machen, ganz wichtig. Denn ich habe ja von dem Kollegen Lühl23 einen Auftrag bekommen, einen Film zu zerstören. Und zwar einen Schwarz-Weiß-Film, den man im C41 vom Chemie entwickeln muss. Das heißt, im Prinzip bleibt nur der XP2 von Ilford. Den zerlegen wir und zwar mit Hilfe von Kaffee. Das hat er mir gesagt, das soll ich machen. Machen wir. Filmzerstörung. So, hier, da. Und was haben wir noch? Wir haben heute noch vor, einen Vlogbeitrag zu machen. Das heißt, jetzt ist die Speicherkarte voll. Ich glaube, sie muss in die Kamera weitergehen. So, also, die Kamera da oben hier, ne? Da ist gerade die Speicherkarte voll. Ist egal. Wir machen jetzt aber weiter. Und zwar, was habe ich gesagt? Wir haben Flohmarkt, Filmzerstörung und Vlogbeitrag. Genau, Vlog. Ganz wichtig, weil heute müssen wir den auch noch einspielen, denn ihr habt mir ganz Haufen Fragen gestellt und die werden gefälligst beantwortet, so gehört sich das nämlich. So, was haben wir noch? Vorbereitung, ein bisschen Aufbau für unseren Live-Stream heute Abend. Das Ganze muss ja vorbereitet werden, das heißt, all dieses ganze Zeug, was ihr hier so rumstehen seht, kommt bei mir in die Küche. Und was in der Küche ist, das gucken wir uns gleich in Ruhe an, aber das Ganze muss schön vorbereitet werden. Und da haben wir natürlich heute Abend den Livestream. Das heißt, all das muss heute vorbereitet werden und durchgezogen werden, alles Mögliche. Und eigentlich will ich heute auch noch mal irgendwo zwischendrin joggen. Auch das muss heute noch stattfinden, wenn nur Fotos und nur Film und so. Irgendwann setzt man ja auch ein bisschen an und man möchte ja gerne fit bleiben fürs Leben und entsprechend wird das heute auch noch gemacht. Also bei all dem seid ihr heute mit dabei. Es wird ein bisschen stressig, ein bisschen hektisch, aber ich hoffe, ihr seid dabei. Und da oben müssen wir nochmal die Speicherkarte ausmisten, weil das ist ein bisschen ärgerlich, weil diese Kamera ist da. Ich muss mal ein bisschen weit weg hier. Da, so. Zack. Das coole Teil hier soll ja beim Film mithelfen und nicht einfach sagen, kein Bock mehr, Speicherkarte voll. Da müssen wir nochmal drüber reden, das machen wir gleich. Jetzt geht's erstmal zu Tagesordnungspunkt 1. Flohmarkt, kommt einfach mit. Don't. So, der kleine Flohmarktausflug ist vorbei. Ich habe was gefunden und zwar dieses wunderbare Stück. 12 Bilder auf dem Rossmann Farbfilm, abgelaufen 2011. Kai, das war's für dich, das schicke ich dir per Post. Ich hatte so richtig viel Spaß auf dem Flohmarkt, aber dann habe ich in einer Kiste ein eingerahmtes Hochzeitsbild gefunden. Ein Bild von einem Paar am glücklichsten Tag ihres Lebens. Und dann findet man dieses Ding in so einer Pappkiste auf dem Flohmarkt. Das sah irgendwie ein bisschen anders aus, als ich mir das so vorgestellt habe beim schönen Flohmarktfund. Jetzt radeln wir mal nach Hause, würde ich sagen. So, zurück. Wir haben einiges schon erledigt und zwar erstmal Flohmarkt geschafft. Kai, du kriegst deinen Film. Filmzerstörung. So, da sind wir. Der Film ist ein bisschen abgetropft und jetzt kommt er in den Ofen für etwa 20 Minuten. Denn hier auf diesem Film, da waren schon Bilder drauf. Deswegen stand bei mir unentwickelt im Regal rum. Da sind Bilder drauf aus Melbourne, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn alles geklappt hat, dann sind da jetzt Bilder drauf, gemischt mit Kaffee. So, jetzt kommen wir zum großen Vlog-Teil. Ich habe euch ja versprochen, dass wir auch noch vloggen heute. Und das
Da ich den ganzen Tag drehe, dachte ich mir, es macht überhaupt gar keinen Sinn, einen extra Film zu machen. Das heißt, der Vlog-Teil wird jetzt hier integriert in diesen Vlog-Teil und wir nennen das Ding einfach Vlog. Ist völlig egal, dass ich kann ja machen, was ich will, ist ja mein eigener Kanal. Entsprechend machen wir jetzt aber mal den Frage-Antwort-Teil, weil das ist ja das Wichtigste an dem Vlog, den ich normalerweise mache. Dementsprechend arbeiten wir uns jetzt einfach mal da durch. So, wir gucken mal nach beim letzten Mal. Vielen Dank, Nül23, für deinen netten Gruß und behauptest, ich hätte, also das, meine Filme würden jetzt auch inzwischen mal so 300.000 Klicks vertragen. Ich finde das eine gute Idee. Ach, das kann man sehen. Atte, ich habe am letzten Mal gesagt, Mensch Leute, guckt doch nicht nur mir zu, macht doch eigene Videoblogs. Ich möchte gerne gucken, was ihr so treibt. Und der Kollege ist quasi nicht meinetwegen, aber er ist zeitgleich gestartet, hat sich bedankt, dass quasi das mit dem Timing so wunderbar passte. Tilography heißt das Ganze, würde ich mal sagen, Tilography oder Tilography, eins von beiden. Eine Mischung aus seinem Namen Tilo und Lomography, wunderbare Sache. Und wenn ihr euch mal angucken wollt, was er macht, er ist auf dem Platz, er spielt, er ist mit dem Ball am Fuße auf dem Weg zum fotografischen Tor. Ja? Also seid so gut, guckt euch das Ganze mal an. Letzten Freitag ist ein Film gestartet, den habe ich schon vor, glaube ich, 2 Wochen gedreht auf Föhr. Und da geht es darum, mit einer alten Kamera unterwegs zu sein. Mal gucken, ob ich sie noch hier griffbereit irgendwo stehen habe. Damit war ich auf Föhr unterwegs. Die Praktina FX, ein wunderbar cooles Ding. Und leider ist beim Entwickeln was schiefgegangen. Und es gibt so ein leichtes Grau, matschig. Das klingt für mich eher so ein bisschen nach dem Fixer. Also den Fixer habe ich auf alle Fälle ausgetauscht. Der wird heute Abend nicht nochmal benutzt. Und der Entwickler müsste eigentlich okay sein. Also da ist irgendwas, hat da nicht ganz funktioniert. Und es gibt so kleine Kratzer auf den Negativen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wo das herkommt. Ob in der Kamera beim Filmtransport irgendwas gerieben hat, dass da irgendwie also ein Sandkorn drin war oder irgendwas. Ich weiß es nicht genau. Oder ob beim, wenn das Film entwickelt war, ziehe ich das Wasser ja immer ab mit so einem Squeegee, so einem Gummiklammer-Dings. Vielleicht ist dieses Gummi an einigen Stellen ein bisschen ausgehärtet und hat dadurch eine scharfe Kante bekommen. Ich weiß nicht, auf alle Fälle werde ich heute Abend das Ding nicht benutzen, sondern mit den Fingern das Wasser vom Negativ abziehen. Das kann man ja auch machen. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Also, aber die Bilder, finde ich, sind trotzdem schön geworden. Aber es zeigt auf alle Fälle, nicht immer klappt alles, was man so macht. Und euch die Bilder deswegen vorzuenthalten, fand ich jetzt irgendwie auch doof, weil das Ganze ist ja hier auch ein bisschen eine Lernveranstaltung für mich und für euch und nicht nur so ein, guck mal, wie toll ich das hier alles mache, sondern manchmal klappen auch Sachen nicht und das sollte man dann auch nicht verheimlichen, sondern einfach zeigen. So. Was noch bemängelt wurde, das stimmt, war der Ton. Das ist die Canon Legria Mini X, eigentlich die perfekte Vlogging-Kamera, also abgesehen davon, dass das Ding diesen Fischaugen-Look hat. Den ich manchmal gut finde, manchmal nicht, das ist immer so ein bisschen eine Geschmackssache. Aber das Ding ist eigentlich dafür da, also das Coole an dem Ding ist, dass es eigentlich den besten Sound hat, was den Vlogging-Kameras so haben können. Also der hat hier vorne 2 Mikros Stereo, das ist sozusagen schon mal klasse und die sind sehr nach vorne gerichtet und haben ordentlich Druck und nehmen gut den Ton auf, aber, irgendwas hat da nicht funktioniert. Es gibt verschiedene Varianten, wie sowas schief gehen kann. Das eine habe ich schon mal gemacht, da habe ich die Kamera in der Hand gehalten und hatte außersehen links und rechts hier auf den Dingern mal einen Finger oder eine Hand drauf und habe die sozusagen abgeschirmt, die Mikros, und dann ging da was schief. Oder die andere Variante, die jetzt hier wahrscheinlich schief gelaufen ist, ist, dass der Winddruck da drauf an der Nordsee und das irgendwie das Ding überfordert hat. Nur hat der Kollege Lumtro auch so ein Teil und war damit unterwegs auch an der Nordsee und hat das Problem nicht. Nun bin ich mir nicht ganz sicher, was ich machen soll. Also ich habe eigentlich jetzt mal vor, ich gehe damit jetzt mal zu Saturn und spreche mal mit denen, ob die das Ding einfach mal durchtauschen, aber dann geht man mal ein neues mit. Vielleicht liegt es einfach daran, dass das Gerät irgendwie eine Macke hat. Kommt es dann auch irgendwie guter Kundenservice ist, werden wir jetzt mal testen. Und wir werden es sehen. Und wenn nicht, dann ist dann quasi der nächste Schritt zu sagen, okay, dann lasse ich mich auf diese Kamera weiterhin ein und kaufen wir halt ein externes Mikrofon. Das wäre dann eine weitere Investition, ein bisschen ärgerlich, aber hilft ja manchmal nicht, weil ihr habt natürlich recht, einige haben mir vor euch geschrieben, also im Prinzip war das sozusagen der Hauptkommentar zu dem schönen Filmchen über die tolle Kamera, dass mein Ton nicht stimmt und das stimmt. Also man kann manchmal mit einem schlechten Bild arbeiten, aber wenn der Ton nicht da ist, dann ist es für alle Beteiligten richtig ärgerlich. Das verstehe ich sehr gut. Soweit, so gut. Also im Prinzip war das eure Frage-Antwort-Runde für dieses Mal. Sagst, Vlog geschafft. Was haben wir jetzt? Joggen wäre eigentlich jetzt dran und ich finde es eine super Idee, das machen wir. Don't stop. Was diese ganze Jogging-Geschichte mit Fotografie zu tun hat, hat ein bisschen was damit zu tun, den Kopf frei zu kriegen und neue Ideen zu tanken. Weiter. Don't stop.
so. Wir brauchen für unsere Live-Übertragung des Filmentwicklungs-Workshops nachher, ist jetzt da. Also wir haben einmal hier so ein paar Messbecher, zwei. Wir haben einen wunderbaren Trichter, wir haben einen Flaschenöffner, wir haben eine kleine Spritze zum Abmessen, wir haben ein Thermometer, denn die ganzen Chemikalien müssen bei 20 Grad Celsius sein, deswegen brauchen wir das Ding. Einen kleinen Messbecher, also einen Patterson-Tank. Da drin befindet sich so eine kleine Filmspule. Das kleine Teil hier brauchen wir, um die ganze Geschichte hier umzurühren. Zum Agitieren der Flüssigkeiten da drin. Hier haben wir zwei weiße Baumwollhandschuhe, die benutze ich, um, wenn ich den Film auf die Rolle ziehe, im Zweifel, dass, wenn ich so leicht feuchte Finger habe, damit ich dann nicht kleben bleibe am Film. Manchmal ist es besonders in diesem, wenn ihr das sehen könnt, in dem schwarzen Sack hier, das ist unser Wechselsack. Da drin wird es relativ warm, gerade im Sommer, und dann gab es ein bisschen leicht schwitzige Hände und dann wird der Film backig. Und dann kriegt man ihn nicht richtig auf die Rolle und dann kann Sachen schief gehen. Das wollen wir versuchen zu vermeiden. Dafür nehme ich hier diese kleinen weißen Handschuhe. Ob man die braucht oder nicht, weiß ich nicht, aber ich habe sie auf alle Fälle da. Für den Fall der Fälle. So, was haben wir noch? Wir haben hier den Entwickler, in diesem Falle Adonal von Adox. Der ist relativ schön, das ist im Prinzip Rodinal oder Rodinal. Dann als Fixierer benutzen wir den Rapid Fix von Ilford. Und ganz zum Schluss, die letzte Chemikalie, die wir einsetzen, ist das Photoflow, bzw. Photoflow von Kodak. Das ist im Prinzip das, was wir so brauchen. Jetzt habe ich hier noch so ein paar Kleinigkeiten, hier so ein paar zum Film aufhängen. Am Ende, wenn das negativ fertig ist, wird es hier einmal oben, das hat so kleine Zähne, also durchgebissen und dann unten ein kleines Gewicht dran mit einer ganz normalen Wäscheklammer, mehr ist das nicht. Und dann wird das Ganze im Trocknen aufgehängt. Das ist so das, was wir brauchen. Hier ist mein kleines Notizbuch, da sind meine ganzen Mischverhältnisse und Zeiten drin, das hilft ungemein. Sagen wir noch, wir haben hier ein bisschen Alufolie ausgebreitet, damit das tropft, das Holz nicht angegriffen wird. Und sonst ist es eigentlich schon, was wir brauchen natürlich, ist dieser Film, ohne den geht natürlich nichts. So, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Soweit, so gut. Von mir aus kann es losgehen. Achso, Moment, eine Sache fehlt noch. Unser Schild fehlt. Und zwar Aufbau, würde ich mal sagen, erledigt. Was wir alles so gemacht haben im Livestream, das habt ihr wahrscheinlich entweder jetzt schon gesehen oder ihr werdet es noch sehen. Ihr findet das Ganze nochmal bei facebook.com/analog4u. Relativ simpel zu finden da. 19 Uhr, heute geht's los, da gibt man den Livestream, aber wenn das Ganze vorbei ist, man es verpasst hat, kann man immer noch ganz normal in den Stream reingucken bei Facebook und sieht einfach dann quasi die Aufzeichnung. Die bleibt dann trotzdem da stehen und man kann reingucken, man kann auch die ganzen Kommentare lesen. Also da, falls ihr es nicht rechtzeitig geschafft habt, kein Problem, das Ding bleibt stehen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, seid so gut, filmt mich bei Facebook unter D18Foto, auf meiner Homepage www.d18-foto.com. Abonniert bitte diesen YouTube-Kanal, schön wär's. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze hier teilt und euren Freunden erzählt, was die hier so machen. Und soweit so gut. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.